Willkommen zurück zu Metroid Other M mit mir Playman. Und wir haben ja was. Ich habe ja viele Gegner vergessen zu begrüßen. Es tut mir leid. Tut mir wirklich. Man muss nur die Taktik haben, um die zu besiegen. Und hier kann man rein, wenn man es aufgesprengt hat. Natürlich. Dann holen wir uns nämlich ein weiteres Tankbauteil. Haben hier eigentlich nichts mehr verloren. Okay, jetzt haben wir hier zwei Verzweigungen. Zwei Verzweigungen. Auch nicht schlecht, diese Woche. Ich gehe jetzt gerade praktisch blind, ich weiß nicht, wo ich lang gehe. Gut, jetzt bin ich im Wasser gelandet. Achtung, Fische. Niemals ins Wasser gehen, ohne die Bazooka ausgeklappt zu haben. Da kommt ein Fisch direkt auf uns zu. Also das ist voll von Fischen, die mir irgendwas wollen. Das da oben auch abschießen. So, jetzt bin ich unter Wasser und kann dementsprechend auch langsam laufen. Deswegen so langsam laufen, ich kann eben nicht mehr schnell laufen. Treffe ich nicht, aber hier muss ich jetzt mal rein, bevor ich irgendwas anderes mache. Ja gut, weiter. Oder besser. Weiter zurück. Ich müsste alle Schwertfische, fast alle, bis auf die Blume da oben. So, alle Schwertfische, aber die Blume noch nicht. Man sieht wie böse. Jetzt gehen wir nämlich hier und aktivieren das mal eben. Moment, Moment, Moment. Die Fusion macht es möglich. Da kommt der Fahrstuhl, wenn man es so bezeichnen kann. Ich glaube, per Definition wird das eher auf Transporter täuschen. Laut der Anzeige gibt es immer noch Gegner. Das verwundert mich ein bisschen. Weil ich habe keinen Gegner mehr gesehen. Das kann nur sein, dass irgendwie noch ein Gegner vor mir ist. Und da ist noch, tatsächlich noch eine Pflanze. Egal. Mach ich also im Vorbeigehen. Das war aber knapp. Das war ja mal richtig knapp. Egal. Alles geschafft. Es war aber trotzdem knapp. Also besser ist es, wenn man die erst besiegt. Jetzt kommen wir zu einer Stelle, an der ich sehr, sehr lange hing. Nicht wegen diesen Puffern, sondern weil es hier ein Rätsel gibt, was man erstmal lösen muss. Und das ist ziemlich kompliziert. Zumindest nicht kompliziert, wenn man es weiß, aber man muss es erstmal wissen. Was die von einem wollen. Also das geht jetzt immer hoch und runter. Beziehungsweise nein, das geht noch nicht hoch und runter. Jetzt komme ich hier. Wenn ich weiter springe, komme ich schon mal auf die zweite Ebene. Käme ich ohne Wasserstand zu erhöhen gar nicht hin. Jetzt kommen diese Piranhas, habe ich natürlich vergessen zu besiegen. Es gibt noch einen anderen Grund, warum ich jetzt hier reingesprungen bin. Ich muss ja oben auf die Plattform. Ah, weg. Weißt du, er knabbert da an der Nase rum. So, warum bin ich hier hingegangen? Hier kann ich rein. Missile-Container erhalten. Jetzt werde ich natürlich beim Fischen immer noch attackiert. Das macht aber nichts. Moment, Moment, Moment. Ich bin aus zwei Gründen hier reingesprungen.
abgesprungen, weil ich hier das vergessen hatte. So, abschießen. Jetzt haben wir das. Das war eben Ebbe und Flut haben. So simuliert. So, ich warte auf die Flut. Ich bin zu schnell für das. Wir haben... Die explodieren von selbst. Na gut. Er spart mir einen Heiden Ärger. So, jetzt aber. Jetzt bitte hätte ich Ebbe und Flut. So sehen die Gezeiten aus ohne Mond. Und jetzt... Hier muss man hinten springen und dann hier hoch. Wer soll da drauf kommen? Ich meine, man kommt drauf, aber... Wann? Die Frage. Das ist echt die Frage. Aber irgendwann bin ich drauf gekommen und das finde ich cool. Jedes Rätsel, wo man selbst drauf kommt ohne Lösungsbuch, finde ich geil. So, jetzt, ja, Pflanzen gibt es natürlich wieder. Das hier ist jetzt auch ein bisschen rätselhaftig. Weil man muss erstmal rausbekommen, an welchem Baum man hoch muss, weil die meisten Bäume führen ins Nichts. So, und jetzt durch die Röhre und vergesst nicht, bloß nicht, dass hier Gegner kommen können. Dann seid ihr euer Leben ganz schnell los. Jedes Mal 20, wenn ihr da reinknallt. Und hier nicht runterrollen. Also nirgends hier runterrollen, sonst dürft ihr nochmal alles machen. Bin gerade etwas ruhig, weil ich will ja nicht verfehlen. Ich glaube, jetzt kommen die Gegner wieder. Und da kommt noch einer. Doch nicht. Doch, doch. Ach, zwei hintereinander auch noch. Ich sehe gerade nicht, deswegen war ich etwas irritiert. Wäre ich beinahe runtergesprungen. Wäre schade gewesen, denn ich bin jetzt schon hier bei dem... Und jetzt sehen wir, dass der mittlere Baum einer dieser Kreaturen war. Okay, runtergefallen. Das sonst nicht weiter stören. Es ist nur ein großer Baum. Bedenkt das. Nutzt also wirklich die Zeitlupe. Das war ein heftiger Schlag. Also ich zeige euch das nochmal. Anvisieren und... Oh, oh, oh. Heavy. Heavy. Wirklich heavy. Soll ich mich verstecken? Jetzt habe ich Missiles in einem aufgeladen. Wie geil. Da irgendwie dran. Jetzt zum Beispiel. Jetzt hat er sich einmal umgedreht. Jetzt muss ich praktisch einmal eine Ebene hoch. Mache ich einfach mal. Müsste man nicht unbedingt, aber praktischer. Diese lilanen Teile kann man immer so abschießen. Praktisch darauf draufhalten. Die niederen Teile immer mit einem kleinen Schuss abfeuern. Dann sollte der Gegner kein Problem sein. So. Ich glaube, von oben kann man ihn auch treffen. Und er versteinert genauso wie die Spinnenkönigin. Wenn, was ich jetzt extrem geil fände, oder eher extrem bekloppt, wenn ich hier nicht durch könnte wegen so einem Arm von dem Vieh. Wie man sieht, blockiert der wirklich ein bisschen was. Aber nicht so viel, dass man hier nicht mehr hoch kann. Das kommt ja darauf an, wo der jetzt gestorben ist, wo er am Ende liegt.
bekommen wir neue Infos. Das da sind Spinneneier, also Kokons. Die sind gerade in der Metamorphose. Da seht ihr die ursprüngliche Form, die Larve. Hat sich gerade verpuppt und zu. Das ging aber schnell. Da hatten wir gerade eine schöne Großaufnahme. Komm, den Wurm nehmen wir noch mit. Ich glaube, da oben kann ich noch nicht hin. Ist das bestätigt? Ist bestätigt. Den lasse ich jetzt mal da. Wurm, Wurm sein. Und wo bin ich hier? Also diese, Hintergrundmusik und sowas, das weckt alles so richtig geiles Feeling und ich find's genial. Nur wo bin ich? Das bringt mir ja nichts. Auch hier wieder erst die Gegner besiegen, weil sonst habt ihr am Ende Probleme. Da müsst ihr noch nicht mal hochklettern, weil ihr könnt. Ihr müsst hochklettern. Könnt's nicht von unten treffen. Okay. Machen wir das eben. Ich möchte da zu schnell hoch und dann bin ich wieder unten. Also wirklich mit Schmackes und jetzt einmal rüber und jetzt habe ich den natürlich nicht übersehen. Jetzt reicht's auch. Okay, jetzt sind wir Ball. Jetzt sind wir ein Ball. Und zwar ein Ball, der sich mal eben durch die Decke sprengt. Ist ja nix. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt sage ich mal eben so, ja, jetzt sind wir hier, aber im Prinzip habe ich jetzt gar keinen Peil, wo wir wirklich sind. Ich muss jetzt gleich mal auf die Karte gucken. Aber wahrscheinlich gucke ich nicht auf die Karte, sondern gehe einfach meines Weges weiter und dann werde ich ja irgendwo ankommen. Oh! Die hatte ich vollkommen vergessen, dass es die gibt. Die haben mich jetzt ein bisschen überrascht. Ganz auf. Aber mich kann nichts mehr schocken. Hehe. So, wir sehen hier draußen ist ja ein Item, ein Tankbauteil, schätze ich mal. Ja, ist richtig. Da können wir auch erst später mal dran. Da braucht man andere Fähigkeiten zu. Wie komme ich hier weiter? Nehmen wir die Tür. Gut. So einen Gang haben wir schon mal gesehen. Da gab es ein Loch und wir konnten durch. Hier nehmen wir die Tür. Nee. Es muss auch hier ein Loch geben. Gibt es aber nicht. Seltsam. Ach so, hier. Auch da kann man dann später durchschießen. Und die Pflanze nicht übersehen, wie ich gerade, weil sonst wäre es ja noch gekocht. Und die Blüten müssen auch sein, damit ihr sie abschießen könnt. Ich weiß gerade, ich kenne diese Stellen, kenne ich jetzt gerade irgendwie nicht mehr so. Ah doch, jetzt weiß ich genau, wo wir sind. Wir sind bei Mr. Baum. Ein schöner Endgegner. Beziehungsweise, ich könnte ihn auch als Zwischengegner bezeichnen.
Das machen wir aber erst im nächsten Part. Schöner Cliffhanger für die nächste Folge. Bis dann. Euer Madden. Playman.